Liebe Hövelhoverinnen und Hövelhover, liebe Nutzerinnen und Nutzer, liebe Interessierte. Warum ist die Frage nach der Zukunft des Sennebades so komplex? Und warum ist es deshalb umso wichtiger, dass Sie Ihre Ideen, Bedenken, Wünsche und Fragen einbringen und vor allem im Rahmen des Ratsbürgerentscheides mitentscheiden? Wir nehmen Sie mit auf ein Gedankenspiel. Es besteht Handlungsbedarf, denn das Sennebad ist derzeit geschlossen. Doch wohin geht die Reise? Wenn es zukünftig ein Hallenbad in Hövelhof geben soll, wie soll es ausgestattet sein? Was bedeutet das für die anstehenden Entscheidungen, den Ort, die Kosten und den Zeitrahmen? Braucht es außer dem Sport- und Schwimmerbecken mehr? Soll ein Kurs- und Lehrschwimmbecken mitgeplant werden? Ist es sinnvoll und notwendig, einen Eltern-Kind-Bereich in der Entwicklung zu berücksichtigen? Was bedeutet der Bau eines Sprungturmes oder einer Kletterwand? Und welche Auswirkungen hat das auf den Alltagsbetrieb, den Platz, die Architektur, die Kosten und die Umsetzungszeit? Was wird sich außerdem gewünscht? Und was ist außerdem wichtig zu berücksichtigen? Sie merken, all diese Faktoren hängen eng zusammen. Daher muss die beste gemeinsam getragene Lösung für Hövelhof gefunden und gut abgewogen werden. Bringen Sie sich also mit ein. Was ist Ihnen wichtig? Die gesammelten Ergebnisse werden ausgewertet, dokumentiert und veröffentlicht und sind Grundlage für die Konzeption eines Hallenbades und des Entscheidungsprozesses in Verwaltung und Rat bis zum Ratsbürgerentscheid im Frühjahr 2021. Dann sind Sie erneut gefragt.